Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 2. Beim letzten Mal haben wir die Chaos-Kaverne leergeräumt und ich würde sagen, wir begeben uns jetzt zur nächsten Höhle. Und ich überlege gerade, welche das ist. Wir haben links eine und wir haben rechts eine und ich glaube, wir brauchen eh alles in beiden. Darum würde ich sagen, wir holen uns wieder 20 von allen. Dann haben wir zumindest gleichermaßen gerechte Verteilung. So, 20 von euch. Dann 20 lila, ne? Da fehlen uns noch 10. Die sollten wir noch bekommen. Das wäre wirklich fantastisch. Sehr schön. Und 20. 20. Und 20. So, und dann müssen wir mal gucken, welche wir aus Versehen zurückgelassen haben. Das passiert ja sehr gern. Diese da zum Beispiel. Diese da zum Beispiel. Ich finde das nicht okay, dass man so viele zurücklässt. So, 100 von 100. Es kann losgehen. Kloppt mal die Steine. Ich glaube, wir haben ein paar dabei, die es bräuchten. Noch einen kleinen Ball. Sehr schön. Sehr gut. Ah, 100 Blumen. Es wird immer besser. So, die Hantel können wir nicht mitnehmen. Das ist voll das Teasing, dass sie da von Anfang an liegt gleich. Und ich denke nicht, dass wir Blumen sammeln. Obwohl, doch, wir können Blumen sammeln, weil da hinten ist nämlich ein Stromzaun. Da ich aber erst noch ein paar Lilane brauche, weil ich glaube, das war sehr uncool positioniert. Ja, genau solchen nämlich. Sehr gut. So, würde ich sagen, ihr teilt euch mal kurz auf. Sehr gut, die Gelben kommen mit. Da ist einer nicht gelb. Gut. Und ihr dürft gerne das hier zerkloppen. So, während ihr jetzt mit aller Macht da rangeht und hier die Dinger aufkloppt. So. Wunderbar. Na, dann können wir auch gleich diese ekligen Gespinste wegmachen und dann kann ich euch vielleicht schon, nachdem wir aus der Höhle raus sind, was ganz Tolles zeigen. Vielleicht kann ich es auch jetzt gleich irgendwie einbinden. Ich muss mal gucken, wie ich das am besten schneide. Das ist noch ein kleines bisschen Arbeit. Aber es sieht gut aus. Die da hinten, die haben alle Köpfe voll zu tun. Ich stelle mich mal ganz kurz hier hin. So. Und ihr kriegt... Ah, das ist perfekt. Jo. Wir haben noch viel vom Tag übrig. Wenn wir gut sind, schaffen wir am 15. Tag wirklich beide verbleibenden Höhlen. Dann werden wir zwar trotzdem noch einen Tag brauchen für die Schätze an der Oberfläche, aber das ist ja eigentlich erstmal egal. Sehr gut. So, jetzt kann ich nochmal sagen, fällt euch was auf? Ich sag's mal so. Erst hier. Dann hier. Und dann hier. Und dann hier ein bisschen was machen. Weiterlaufen. Hier ein bisschen was machen. Wenn das noch nicht hint genug war, dann werde ich es im nächsten Part auf jeden Fall, also sobald wir raus sind, zeigen. So, und bevor diese böse Raupe hier noch die ganzen Bären abfrisst, kloppen wir sie mal wenigstens runter. Und ihr könnt noch das letzte Gespinst hier wegmachen. Das sieht noch nicht fein aus. Danke. Ah, und da ist die Raupe gestürzt und ihr kommt mal bitte alle mit. Hm, jetzt kommen die natürlich überall raus. Oh, das sind ja zweifarbige Blumen, das sehe ich jetzt erst. So, sort of. Also sie haben jetzt nicht wirklich unglaublich ausgeglichen, die zwei Farben, aber sie haben's. Das ist cool. Gut, aber letzten Endes hilft uns das jetzt erstmal nichts. Wir müssen hoffen, dass der Stromzaun schnell kaputt geht und dafür brauchen wir ja dann alle Pikmin auf unserer Seite. Und wenn wir aus der Höhle rauskommen, sind die Sachen hier eh alle weg. Insofern, nee, der Rückweg würde mir auch zu lange dauern. Na, schafft ihr's? Wir müssen uns nochmal die Headbanger angucken. Das sieht so übel aus. Diese Hardcore-Pikmin, die sich alle an den Händen halten, aber immerhin. Ach, verrückt. Und der Tag geht rum. Ach, Mann. Ich laufe mal mit Olli mal ein bisschen rum. Da kann sich ja umgucken. Ah, es war so klar. Wenn wir irgendwelche wegrufen, dann sind wir natürlich fertig. So. Oh nein. Das ist ganz schlecht. Das ist wieder ganz gut. Sehr gut. Du bist ein Tanzzapfen. Das ist mir auch erstmal egal. 100 von 100. Perfekt.
Dann haben wir jetzt hier nämlich eine Höhle vor uns. Blub. Ich empfange das Geheul zahlloser Kreaturen aus dem Loch vor uns. Es ist beinahe ohrenbetäubend. Die akustische Analyse hat ergeben, dass hier eine Vielzahl von Kreaturen nistet. Es ist sozusagen ein Schmelztiegel des Lebens. Herr Präsident, bitte seien Sie äußerst vorsichtig. Oliver, Ihre Aufgabe ist es, sein Leben um jeden Preis zu schützen. Natürlich, ich bin unwichtig oder was? Das geht ja gar nicht. Guck ich mal, ob noch was Schönes hier drin ist. Nö. Hätte ja sein können, dass ein Ultra-Bitter-Spray dabei rausspringt. Ja, und ich würde sagen, wir gehen in die Heldenhöhle, wollte ich sagen. In das Heldenheim. Von mir aus. Klingt ja doch viel sympathischer als angenommen. Heldenheim. Sublevel 1. Oh, und wir sind wieder in einer Höhle, die nicht aussieht wie eine Höhle. Sehr schön. Na dann schauen wir mal, was uns hier erwarten mag. Blätter, die nichts tun, und eingenistete Käfer, die was tun. Und eine Pflanze mit Augen. Die machen wir mal als erstes weg. Kommt mal alle her. Ugh. Die sind ja blöde positioniert. Nee. Wir machen den mal ganz schnell kaputt. Oh nein, er hatte zwei in seinem Schlund oder einen. Das geht gar nicht. So, das einen machen wir kaputt. Nichts Böses drin, nichts Sinnvolles drin. Die Lila nehmen wir gleich mal wieder zur Hand, gerade wegen solchen Gegnern. Ich glaube, die konnten nichts, aber zurückwerfen konnten sie uns ja trotzdem. Okay, wir kümmern uns zuallererst um diesen Käfer und dann kümmern wir uns um die Kleinen. Da die eh nichts machen können, ist es gar nicht so schlimm. Gut. Ja, ja. Tun wir so, als ob du uns gefährlich wirst. Und komm mal her, du einer, der du gefressen wurdest. So halb. Das ist komisch. Moment, vielleicht können wir mit Anlauf bis dahin schmeißen. Oder auch nicht. Sehr gut. An den kommen wir nicht wirklich ran. Das ist doof. Der ist auch ungefährlich, aber den möchte ich bitte vorher noch beseitigt haben. Oh, die möchte ich vorher als allererstes noch beseitigt haben. Okay. Nein. Kommt mal alle her. Wow, und du auch. Okay. Das ist mir fast schon zu heikel gewesen jetzt. Das sollte aber jetzt spontan alles gewesen sein an gefährlichen Gegnern. Ich weiß, dass da rechts noch einer ist. Der ist allerdings nicht so schlimm. Lass das mal. Das ist ja ganz eklig. Gut, wir bleiben dabei. Als allererstes besiegen wir die ganzen Gegner. Und dann gehen wir ganz vorsichtig vorwärts. Weil wie es aussieht, regnet es hier Gegner von der Decke. Gut, so, du warst eine Eichel? Ja. Für 80, das ist ganz okay. Namens Corpulentinus. Das ist sehr passend. Und etwas beleidigend für die Fülle der Nuss. So. Dann kommt mal bitte alle mit. Um das da hinten kümmern wir uns ganz zum Schluss. Und um diese Pflanze da auch. Ich habe das dumpfe Ge- Das ist ja eklig. Ja. Das ist eine ganz schön miese Kombination an Gegnern hier. Irgendwo war was. Da war was. Den habe ich nicht mitbekommen. Das ist echt eine ganz blöde Etage hier. Zum Glück haben wir noch alle 100. Das heißt, es ist nichts passiert, aber ich habe echt nicht aufgepasst. Ich habe nicht hingeguckt gerade eben, wo die da standen. Das hätte auch echt böse in die Hose gehen können. So, nehmt den mal bitte mit. Danke. Ich hätte es mir denken müssen. Wisst ihr, es wurde gesagt, es ist hier ein Habitat sämtlicher Kreaturen und ich renne hier durch, als wäre da nichts. So, wo ist denn der letzte? Ach, hier. Soweit ich weiß, war der noch kaputt. Ja. Du bist so eine normale Pflanze, das ist okay. Dann schaue ich trotzdem mal, ist hier noch was Schönes?
möglicherweise vielleicht kein Gegner. Danke. Nehmt ihn mal bitte gleich mit. Oh, da muss ich jetzt, nachdem die das weggeschafft haben, nochmal gucken, ob ich jetzt irgendwelche Blätter dabei habe, weil der hat ja jetzt ein paar umgeworfen. Das wäre. Ja, da sind ein paar Blätter dabei. Ach. So, was ist doch unnötige Zeitschinderei. Mann. Okay, dann geht mal schnell da drauf. Okay. Na, viele Blätter waren es ja nicht, wie es aussieht. Gut. Das müssten jetzt wirklich alle gewesen sein. 100 von 100, keine Schätze. Ich gehe in die nächste Etage. Oh, ich gehe noch nicht in die nächste Etage. Wir machen erst noch den hier weg. Ach, warum tut man das? Okay, schaff den mal schnell weg. Boah, ist die Etage eklig. Und ich wette mit euch, es kommt jeder Gegner, den es irgendwie im Spiel gibt, vor. Außer vielleicht Bosse. Ich hab's nicht im Kopf. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber nee. Gut, nächste Etage, 100 von 100. Ja, bitte lasst mich hier raus.